Ich halte es für gut und richtig, dass wir diese Ausstellung im Historischen Museum der Pfalz zeigen. Denn noch gibt es Zeitzeugen aus dieser Epoche und all das bedingt zähle ich mittlerweile auch zu dieser Kategorie. Aber ich wollte doch Herrn Kapitän Ferrari aus Landau sehr herzlich begrüßen. Freut uns sehr, dass Sie mit Ihrer Gattin hierher gekommen sind. Ich erinnere mich noch an die Spahis mit ihren wunderbaren Uniformen. Ich erinnere mich an zahlreiche Kommandeurswechsel bei den einzelnen Regimentern. Ich erinnere mich an Neujahrsempfänge der französischen Garnison, an wunderbare Bälle, an Feiern zum französischen Nationalfeiertag. Ich erinnere mich aber vor allem an Menschen, die ich kennen und schätzen gelernt habe. Einige wenige will ich namentlich erwähnen. Erstens Jean Adelier. Er war seit Mitte August 1945 Leutnant der damaligen Militärregierung, zuständig für Passfragen, Verpflegung, Wohnungsrequisition. 1949 wurde aus der Militärregierung die Kreisdelegation der Hohen Kommission. Jean Adelier blieb unter dem neuen Delegierten Tordé in seinen Funktionen. 1951 war er vorübergehend Kreisdelegierter in Roggenhausen und nach dem Weggang von Herrn Tordé übernahm er die Funktion als Kreisdelegierter für Speyer und Germersheim. Ich will nun auf die Aufzählung weiterer Funktionen verzichten. Entscheidend ist, dass er sein Amt mit Taktgefühl und sozialem Verständnis ausübte. Er selbst hat sich damals schon als Halbenspeyerer bezeichnet. Zwei Söhne kamen in Speyer zur Welt. Als Bürger von Châtres ist er mit Engagement und Tatkraft als Vizepräsident der Association des Amis de Jumelage für die Städtepartnerschaft zwischen Speyer und Châtres eingetreten. In Anerkennung seiner großen Verdienste hat ihm 1988 der Stadtrat der Stadt Speyer auf Vorschlag des Oberbürgermeisters die Verdienstmedaille verliehen. Bei der Überreichung der Auszeichnung war ich als Bürgermeister mit dabei. Unvergessen ist für mich bei einem Besuch in Châtres eine Einladung in sein Haus, in dessen Garten eine große griechische Landschildkröte umherspazierte, eine Gemeinsamkeit, die mich ebenfalls mit Jean Adelier verband, der 2009 verstorben ist. Zweitens Eugen Flicker. Eugen Flicker ist 1929 in Straßburg geboren und im elsässischen Bischwiller aufgewachsen. Wenn ich Ihnen alles erzählen wollte, was ich über Eugen Flicker weiß, dann würde dies mehrere Stunden dauern. In Speyer hat er jedenfalls seine Frau Irma 1951 kennengelernt und war über 60 Jahre mit Irma verheiratet. Sie ist leider vor einigen Jahren verstorben. Aus Dankbarkeit für seine freundliche Aufnahme in dieser Stadt hat er auch zur Erinnerung an seine Ehefrau 100.000 Euro unter dem Dach der Kulturstiftung Speyer, Herr Professor Eichhorn und Herr Wöhler sind hier, eine Stiftung zur Förderung der interkulturellen Entwicklung in Speyer und der Pfalz eingebracht. Eugen Flicker ist Franzose, Europäer und ein ganzer Speyerer. Ihm bin ich für seine Freundschaft zu großem Dank verpflichtet. Unvergessen ist seine Einladung an mich zu einem historischen Umzug in Bischwiller als Ehrengast im Jahr 2002 und weitere Feste, die wir gemeinsam gefeiert haben. Drittens, Guy Lesieur. Ohne ihn gäbe es wahrscheinlich diese Ausstellung nicht. Er hat die Verbindung zu Professor Führer hergestellt und bei einem gemeinsamen Essen haben wir vereinbart, dass wir dies machen. Viele Exponate und Hinweise verdanken wir ihm. Ich selbst bin ihm auch sehr dankbar für sein langjähriges Engagement beim Volkstrauertag und insbesondere bei der Betreuung des französischen Soldatenfriedhofs, nicht nur in dieser Stadt, auch in Landau und vielen anderen Städten. Auch Guy Lesieur und seine liebe Frau sind seit Jahrzehnten Bürger dieser Stadt und fühlen sich hier zu Hause. Viertens, Pascal Herbin. Pascal Herbin kam im Mai 1973 zu den Spahis nach Speyer und beim Brezelfest im gleichen Jahr war es um ihn geschehen. Er hat eine Speyererin kennengelernt und ein Jahr später haben die beiden geheiratet.
Das Ehepaar hat 3 Söhne und sie sind seit mehreren Jahrzehnten unsere Nachbarn in der Bartholomäus-Welsstraße. Er war von 1980 bis 1984 wieder in Frankreich, in Sedan, stationiert und dann bis 1993 bei den Pforzheimer Husaren. Auch er ist Speyerer und fühlt sich hier wohl. Und seit wir beide im Ruhestand sind, haben wir viel öfter Gelegenheit, miteinander zu reden. Und ich stelle fest, dass unsere Lagebeurteilung der Welt nah beieinander ist. Auch er hat Beiträge zu dieser Ausstellung geleistet und ich habe gehört, dass zu einem gegebenen Zeitpunkt noch eine besondere Uniform in den Besitz unseres Museums übergeben werden soll. Wir nehmen dies gerne an. Besonders freue ich mich aber auch, dass sein Enkel, der mit dabei ist, vor wenigen Tagen dem historischen Verein der Pfalz beigetreten ist. Fünftens, Catherine Peysson. Catherine Peysson, 1926 in Orléans geboren und 2020 in Le Mans verstorben, war eine französische Schriftstellerin. Gemeinsam mit Agnes Widmer, damals Leiterin der französischen Bibliothek in Speyer, habe ich Catherine Peysson zu einer Lesung im September 2008 nach Speyer eingeladen. Sie hat 2006 in einem leider bisher nur in Französisch erschienenen Roman, L'amour là-bas en Allemagne, eine wahre Liebesgeschichte verarbeitet. Die Befreiung von den Deutschen erlebt sie als 19-Jährige. An einem Sonntagnachmittag im Spätsommer 1945 begegnet sie im Wald einem der deutschen Kriegsgefangenen, die dort in einem Lager leben. Eine Liebesgeschichte beginnt. Zunächst in aller Heimlichkeit. Sie bringt ihm etwas zu essen. Er schreibt ihr Briefe, die er aus dem Lager herausschmuggelt. Catherine beschließt, Germanistik zu studieren, dann nach Deutschland zu gehen und dort auf Ewald zu warten, gegen den Willen ihrer Eltern. Im Herbst 1946 reist sie nach Speyer, um dort in der französischen Besatzungszone an einer Schule Französischunterricht zu geben. Im November 1947 wird Ewald aus der Kriegsgefangenschaft entlassen. Sie verabreden sich in Freiburg. Jetzt, so ihre Hoffnung, soll ihr Traum mit Ewald wahr werden. Nicht alle Geschichten nehmen ein glückliches Ende. Es bleibt nur die Erinnerung, eine gar nicht so ferne Zeit, als Deutsche und Franzosen alles andere als Freunde waren. Ich habe Catherine Peysson später noch einmal in Chartres getroffen. Zum Abschied aus meinem Amt schrieb sie mir am 20. Dezember 2010. Geehrter Bürgermeister und Freund, vielen Dank für Ihren Brief. Ich freue mich sehr zu erfahren, denn Ihre Stadt und Sie haben mein Manuskript L'amour là-bas en Allemagne mit Vergnügen bekommen. Auf diese Weise, es ist in gute Hände gefallen und ich bin Herrn Dr. Klimbel sehr dankbar, der sich die Mühe gemacht hat, es Ihnen mitzubringen. Frau Agnes Widmer hat mir gesagt, dass Sie bald in den Ruhestand treten. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Gemahlin Heiterkeit, Gesundheit und zahlreiche Glücksgelegenheiten im Kreis Ihrer Familie und schöne Tage zu erleben. Ihre Catherine Peysson. Catherine Peysson schildert die Zeit in Speyer, als Jean Atelier hier Verantwortung trug. Das Originalmanuskript befindet sich in unserem Stadtarchiv. Dr. Klimbel war so freundlich, mir seine Übersetzung zu überlassen. Es wäre ein Traum, wenn es noch gelänge, dieses Buch in deutscher Sprache zu veröffentlichen. Den letzten Absatz des Buches will ich Ihnen in der Übersetzung von Herrn Dr. Klimbel vortragen. An diesem Septembernachmittag 2001 am Speyerer Rheinufer sollte es so schön und mild werden. In einer fast unveränderten Landschaft, wie ich sie mit 20 Jahren voller verrückter Hoffnungen und dunkelster Verzweiflungen kennengelernt hatte, wollte ich ihn ein letztes Mal fließen sehen. So wie er es in meinen Träumen macht, scheinbar friedlich und ruhig, aber in seinen Tiefen von geheimen Kräften aufgewühlt und niemals in seinen Stimmungen beherrschbar.
Heute Abend ist nun die Zeit des Abschiednehmens gekommen, des Abschieds vom Rhein und von der Liebe da unten in Deutschland. Olen, den 22. September 2005 im Herbstanfang. Herzlich willkommen und herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Liebe Freundinnen und Freunde des Historischen Museums der Pfalz, sehr verehrte Gäste, es ist nicht alltäglich, dass man im Museum ein Wunder ausstellen kann. Nicht anders als mit dem Begriff Wunder kann man die gewachsene Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich seit dem Zweiten Weltkrieg bezeichnen. Gemessen an der jahrhundertelangen Geschichte beider Länder ist die Zeit der friedlichen Koexistenz zwischen Frankreich und Deutschland eine vergleichsweise kurze Phase. Wo wüsste man das besser als in Speyer, wo sich die Katastrophe von 1689 mit der Zerstörung der Stadt auf Befehl des französischen Königs Ludwigs XIV. Tief ins kollektive Gedächtnis eingebrannt hat. Konflikte, Kriege, Zerstörung und Leid waren über die Jahrhunderte so selbstverständlich, dass man schließlich daraus im 19. Jahrhundert den Topos der deutsch-französischen Erbfeindschaft entwickelte. Dass dieser Irrglaube der scheinbar unumstößlichen Erbfeindschaft überwunden wurde und die Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland heute die Grundlage für das Gedeihen Europas bildet, ist wahrlich ein Wunder. Allerdings ein Wunder, das uns nicht zufällig zugeflogen ist, sondern ein Wunder, das von Menschen bewirkt wurde. Und einige von diesen Menschen, von denen wir bezogen auf Speyer und die Pfalz dieses Wunder zu verdanken haben, sind heute hier. Ich möchte alle anwesenden Zeitzeugen und Akteure, Herr Schneller hat einige davon auch vorgestellt, meinen tiefen Respekt und meine Anerkennung aussprechen und denjenigen, die sich an der Ausstellung beteiligt haben, natürlich auch herzlich für die Unterstützung der Ausstellung danken. Dank dem Engagement vieler ist uns heute die deutsch-französische Freundschaft selbstverständlich geworden. Wir sollten allerdings nicht den Fehler begehen, sie zu selbstverständlich zu nehmen, sondern wir sollten sie bewahren, pflegen, auf sie achten und immer wieder an deren Anfänge erinnern. Genau dies will unsere Ausstellung leisten. Mit dem Blick auf Speyer und die Pfalz, das größte Friedenswerk Europas, in seiner Entstehung beleuchten und sichtbar machen. Dass uns dies möglich ist, haben wir vor allem einer Persönlichkeit zu verdanken, die Sie gleich im Anschluss an meine Begrüßung hören werden, Professor Christian Führer. Was er geleistet hat, ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. Viele Einzelheiten dieser bemerkenswerten Zeit wären für immer verloren, wenn Herr Führer es sich nicht zur Aufgabe gemacht hätte, mit Leidenschaft, Umtriebigkeit und Forschergeist diese Zeit zu dokumentieren. Professor Führer hat in mühevoller Recherche zahlreiche Zeitzeugen und Zeitzeuginnen ausfindig gemacht, sie befragt, ihre Geschichten aufgeschrieben, deren fotografische Zeugnisse gesammelt und dadurch erst ermöglicht, dass wir mit der Ausstellung und dem Katalog ein umfassendes Bild von Frankreichs Militär in der Pfalz zeichnen können. Herr Professor Führer, für diese Verdienste um ein wichtiges Kapitel der pfälzischen, aber auch der deutschen, französischen und gesamteuropäischen Geschichte sei Ihnen ganz herzlich gedankt. Als Herr Schneller mich vor einigen Jahren Herrn Führer bekannt machte und mir die Idee einer solchen Ausstellung offerierte, war ich dementsprechend sofort begeistert. Ebenso erging es meinem Kollegen, Herrn Dr. Ludger T. Campe, der die Projektleitung für die Ausstellung direkt übernahm und mit seinen profunden Kenntnissen der neuzeitlichen Geschichte, der Volkskunde und der Regional- und Ortsgeschichte der ideale Partner für Professor Führer war. Gemeinsam mit der Gestalterin Regina Hauber haben die beiden aus der Fülle an Material eine stringente und auch optisch ansprechende Ausstellung entwickelt. Auch Herrn Dr. T. Campe gebührt mein ausdrücklicher Dank. Wie kaum ein anderes Museum in Deutschland ist das Historische Museum der Pfalz auf die Unterstützung Dritter angewiesen. In der Regel müssen sich unsere Ausstellungen vollständig durch die Einnahmen refinanzieren. Dies gelingt uns außerhalb von Corona mit den großen Blockbuster-Ausstellungen,
wie Richard Löwenherz, Medicus oder Maya oder auch bei unseren Familien- und Mitmachausstellungen. Es gibt daneben aber auch Themen, die zwar nicht von weit her die Massen nach Speyer locken, die aber nichtsdestotrotz sehr wichtig sind. Zu diesen Themen gehören die Ausstellungen der Reihe, die wir in den Räumen der alten Bibliothek zeigen. Kennzeichnend für diese Reihe ist, dass wir uns quer durch alle Epochen Themen widmen, die Orts- und Regionalgeschichte in den europäischen Kontext stellen. Begonnen haben wir vor einigen Jahren mit der Ausstellung Weltbühne Speyer. Darauf folgte Kaiser Valentinian und nun Rendezvous Frankreichs Militär in der Pfalz. Für 2023 haben wir vor, die Reihe mit einer Ausstellung zu König Ludwig I. fortzusetzen. Mit diesen Ausstellungen wird zugleich die neue Dauerausstellung zur Geschichte der Pfalz vorbereitet, die wir hoffentlich noch in meiner Amtszeit eröffnen können, sobald die dringend erforderliche Sanierung des Erweiterungsbaus endlich verwirklicht ist. Diese kleineren Ausstellungen finden ihr Publikum. Beispielsweise waren in der Rendezvous-Ausstellung schon über 3000 Besucher. Um sie durchführen zu können, benötigen wir aber zuverlässige Unterstützer. Ich bin sehr dankbar, dass uns erneut Neptun Energy und Palatina Geocon geholfen haben, diese Ausstellung zu realisieren. Und ich danke ganz herzlich namentlich Frau Arendt und Herrn Siebert für diese Unterstützung und für ihre Verbundenheit, die auch heute dadurch zum Ausdruck kommt, dass sie hier bei uns sind. In gleicher Weise steht die Kulturstiftung Speyer mit der Otto und Gerlind Hess Stiftung an unserer Seite. Sie hat uns insbesondere geholfen, den Katalog zur Ausstellung zu realisieren. Mein ganz herzlicher Dank geht deshalb an Professor Peter Eichhorn und an Herrn Uwe Wöhlert. Eine weitere außerordentliche Förderung haben wir dem Museumsverband Rheinland-Pfalz aus Mitteln des Landes Rheinland-Pfalz zu verdanken. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass ein historisches Museum der Pfalz auch Ausstellungen zur Geschichte der Pfalz zeigt, auch wenn diese Themen nicht zwangsläufig die Museumskassen füllen können. Ursprünglich wollten wir diese Ausstellung bereits im Mai 2020 eröffnen. Anlass sollte der 75. Jahrestag des Kriegsendes sein. Corona hat uns damals einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ebenso hat Corona eine standesgemäße Eröffnung im Mai 2021 verhindert. Diese holen wir heute nach, natürlich verbunden mit der großen Hoffnung, diese Ausstellung trotz Corona in der geplanten Laufzeit weitgehend uneingeschränkt zeigen zu können. Herr Professor Führer wird Sie nun mit seinem Festvortrag auf das Wunder der deutsch-französischen Freundschaft einstimmen. Anschließend begleitet uns nochmals Laurent Leroy mit einem stimmungsvollen Musikstück. Vielen Dank. Sehr verehrte Damen und Herren, es ist für mich eine sehr große Freude, heute hier sein zu können, dass wir trotz dieser Corona-Lage, das muss ich ja immer mal in den Mund nehmen, in der Lage sind, hier zusammenzukommen und diese Ausstellung im Rahmen einer Vernissage ein wenig zu feiern. Es ist, wie Dr. Schubert eben richtig gesagt hat, eine Ausstellung, die ein kleines Wunder zeigt. Das Wunder der deutsch-französischen Aussöhnung nach 1945. Man macht sich oft gar nicht klar, wie groß dieses Wunder wirklich ist, weil dass die deutsch-französische Freundschaft für uns heute lebenden Menschen, hier in der Pfalz wie anderswo auch, längst zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Aber es war ein Wunder, es ist deshalb ein Wunder, weil wir eben vor dem Hintergrund der jahrhundertelangen Erbfeindschaft zwischen Deutschen und Franzosen jetzt das große, große Glück haben, in einer Zeit zu leben, in der sich Deutsche und Franzosen eben nicht mehr als Feinde betrachten, in der sie längst zu Partnern, zu Verbündeten und zu echten Freunden geworden sind, bei allen Unterschieden, die zwischen den Völkern natürlich ganz selbstverständlich auch weiterhin bestehen, die dürfen dabei auch kein Hindernis sein. Ich führe Sie jetzt nicht direkt durch die Ausstellung, ich führe Sie durch das Thema der Ausstellung. Sie werden einige der Bilder, die ich Ihnen zeige, in der Ausstellung sehen, die meisten aber nicht. Einige sind im Katalog, aber auch nicht alle, denn ich möchte Sie natürlich in den nächsten etwa 20, 25 Minuten mit dem Thema vertraut machen, was sich hier in der Pfalz seit 1945 zwischen der deutschen Seite und den französischen Garnisonen so alles abgespielt hat. Das fing schwierig an, aber es endete in Freundschaft und das ist eine Freundschaft, die es wirklich wert ist, erhalten zu werden. Gehen wir an den Anfang, die Besatzungsjahre.
Die Franzosen kamen am 31. März 1945 nach Speyer. Aber die Amerikaner waren natürlich schon dankbar, einen Juniorpartner an der Seite zu haben, der sie auch bei Besatzungsaufgaben und während der letzten Kriegswochen gegen Deutschland unterstützen würde. Am 31. März kamen die Franzosen hierher und es war natürlich für Speyer erstmal eine schwierige Zeit. Man baute relativ schnell eine Pontonbrücke über den Rhein, denn man wollte natürlich weiter nach Osten vorstoßen. Und diese Pontonbrücke war dann am 3. April tatsächlich fertiggestellt. Und einige Tage später, am 7. April, kam dann französische Prominenz nach Speyer. Und das sehen Sie hier auf diesem legendären Foto. Es gibt davon auch Bildaufnahmen, die Sie in der Ausstellung, Filmaufnahmen, die Sie in der Ausstellung sehen können. Sie sehen, wen ich meine, vor allem den Hochgewachsenen in der Mitte, General de Gaulle, den späteren Staatspräsidenten, der übrigens auch zu dieser Zeit schon Staatspräsident des Freien Frankreich war. Und er wird wirklich begleitet von der Prominenz des französischen Militärs, das an der Besatzung hier in der Pfalz beteiligt war. Sie sehen hier mit 5 Sternen General Jean de Latre de Tassigny, den Kommandeur der 1. Armee, General Dromard, den Chef der Pioniertruppen, der natürlich ganz besonders stolz ist, dass seine Truppen diese Brücke hier fertiggestellt haben. Etwas verdeckt im schwarzen Anzug, hinter de Gaulle, der französische Kriegsminister Diethelm, die hier allesamt den Rhein überschreiten. Zuvor hatte es eine kleine Zeremonie hier direkt vor dem Dom gegeben, bei dem auch das 101. Pionierregiment von Colonel Itier, der hier geht, ausgezeichnet wurde, denn seine Truppen waren vor allem für den Bau dieser amphibischen Brücke verantwortlich. Sie müssen sich vorstellen, am ersten Tag ihres Bestehens haben nicht weniger als 2000 Fahrzeuge diese Brücke überquert. Nun ist die Front schon längst Richtung Karlsruhe, Stuttgart weitergezogen. Jetzt kommt sozusagen die politische Prominenz hinterher. Aber es war natürlich ein für Frankreich enorm wichtiger Tag. Der Krieg war noch nicht zu Ende, aber das Kriegsende war absehbar. Und wir dürfen nicht vergessen, Frankreich war 1870, 1914 und 1940 aus Osten angegriffen worden. Da waren preußische respektive deutsche Armeen in Frankreich einmarschiert. 1870/71 der Krieg ging verloren, 1914 der ging fast verloren, 1940 zunächst auch, dann aber gegen Ende natürlich nicht mehr. Das war schon eine sehr, sehr angespannte Lage, in der man sich 1945 da befand. Wir müssen uns vorstellen, viele der Soldaten, die da kamen, nehmen wir mal einen 25-Jährigen, der 1945 25 war, hatten Väter und Großväter, die auch schon gegen Deutschland gekämpft hatten oder gegen Preußen gekämpft hatten. Und natürlich wusste man, das dürfte sich jetzt nicht mehr wiederholen. Und dieser symbolische Schritt über den Rhein war natürlich ein erstes Zeichen dafür, dass es diesmal vielleicht gelingen würde, dass sich das eben nicht mehr wiederholt. Deutschland wurde aufgeteilt in mehrere Besatzungszonen. Eine große sowjetische, große amerikanische, große britische. Und aus der amerikanischen Zone wurde hier im Südwesten die relativ kleine französische Zone herausgeschnitten. Sie sehen, das ist im Wesentlichen Rheinland-Pfalz und Saarland und das südliche Baden-Württemberg. Relativ kleine Zone, wie gesagt, aber für Frankreich natürlich sehr wichtig, weil sie eine Art strategischen Puffer nach Osten darstellte. Und das sollte sie durchaus auch. Anders als nach dem Ersten Weltkrieg hat Frankreich diesmal nicht massiv versucht, diese Provinzen wieder an sich zu ziehen, im Saarland vielleicht schon, aber das hat man diesmal nicht versucht. Man ist auch relativ schnell daran gegangen, den Deutschen wieder Verantwortung zu übertragen. Man war aber nichtsdestotrotz zunächst mal Besatzer. Und als Besatzer wohnen sie natürlich nicht im Kuhstall, als Besatzer sind sie in der Stadtmitte gegenwärtig. Hier das Landauer Rathaus, damals Sitz der Militärregierung der französischen. Klar. Wenn man Besatzer ist, muss man gesehen werden. Die Franzosen nutzten natürlich auch alle zur Verfügung stehenden Kasernen, die es in und um diese ganzen Kommunen wie Neustadt-Weinstraße, Kaiserslautern oder Speyer gab. Aber die Militärregierung residierte natürlich im Wesentlichen in der Stadtmitte. Und Sie müssen sich vorstellen, zu dieser Militärregierung gehören natürlich nicht nur einige Militärs und Funktionäre, die bringen natürlich auch weitere Verwaltungsbeamte mit. Man hat die höheren Offiziere und Unteroffiziere der Besatzungstruppen, die dann auch noch ihre Ehepartnerinnen mitbringen, eventuell Kinder mitbringen. Und das führte dazu, dass in den Nachkriegskommunen in der Pfalz sehr viele Gebäude französisch besetzt waren. Hier sehen Sie mal einen Plan der Speyerer Innenstadt von 1952. Indem ich alles eingezeichnet oder fast alles eingezeichnet habe, ich will mir gar nicht anmaßen, dass ich jeden Ort hier erwischt habe, was französisch besetzt war. Und das war eine ganze Menge. Ja. Da oben, wo hier Bootshaus steht, ist heute ein bekanntes italienisches Restaurant. Die Kreisdelegation, also die Verwaltung für den Kreis Speyer, hier natürlich im Stadthaus, wo sonst. Ne.
Hier in der Ecke direkt vorne vor dem Dom, französische Schule und Wohnungen, die Gendarmerie gleich daneben. Diverse Gasthäuser und Hotels waren besetzt, teilweise für Offiziere, für Besucher, aber auch für die einfachen Mannschaftsdienstgrade. Hotel Relais kennen Sie heute als Wittelsbacher Hof zum Beispiel. Oder hier oben Gasthaus zum Goldenen Adler, Gasthaus zur Sonne. Es gab französische Buchhandlungen mitten in der Stadt. Es gab einen französischen Supermarkt, da wo heute in Speyer ein großes Kaufhaus steht, ne? Der Economa, wie der immer genannt wird. Die Franzosen hatten hier teilweise sogar eine eigene Berufsschule. Centre Technique Industrielle, das kurze Zeit später nach Baden-Baden verlegt wurde. Das zeigt aber schon, hier gab es auch ältere Jugendliche, die die Schule schon abgeschlossen hatten und dann eine entsprechende Ausbildung antreten wollten. Die Garnisonsverwaltung hier an der Bahnhofsstraße angesiedelt und dann überall Garagen, Tankstellen, Fuhrparks, alles Mögliche. Oftmals stand in den Unterlagen dem Stadtarchiv auch nur einfach belegt, ohne dass genau gesagt wurde, was da eigentlich drin ist. Und dazu kommt natürlich noch der Wohnraumbedarf. Und der war ein ganz, ganz, ganz enormer. Da waren mehrere hundert Häuser und Wohnungen allein in Speyer, in Landau und anderen Kommunen ist das natürlich nicht anders gewesen, von Franzosen besetzt. Und das war natürlich für diese Kommunen nach dem Zweiten Weltkrieg eine enorme Belastung. Zwar war Speyer nicht so schwer zerstört worden im Krieg, aber es kamen dann ja im Laufe der Jahre auch immer mehr Flüchtlinge nach Speyer, die untergebracht werden mussten aus den ehemaligen Ostgebieten. Und das Ganze sorgte natürlich für einen enormen Druck. Dieses Bild, diese Karte ist daher für mich auch so ein bisschen repräsentativ für die Belastung des deutsch-französischen Verhältnisses in der Anfangszeit, als die Franzosen eben noch Besatzer waren. Sie wissen, das änderte sich dann langsam. 1949 wurde die Bundesrepublik selbstständig. Mit den Pariser Verträgen ab 1955 endete auch weitgehend das Besatzungsstatut. Und dann verschwand auch das meiste von dieser Infrastruktur. Denn ab 1945 konnten die Alliierten auch keinen Wohnraum oder irgendwelche anderen Immobilien in Deutschland beschlagnahmen. Sie mussten sich sogar zurückziehen aus vielen beschlagnahmten Immobilien. Und dann entstanden die in vielen Kommunen heute ja noch sichtbaren Cités oder Cité de France, Ile de France, hier in Speyer an der Landauer Straße. Im Landauer Süden gibt es da eine riesige Siedlung, könnte man fast als einen eigenen Stadtteil bezeichnen. In Neustadt sieht man die Gebäude noch, in Kaiserslautern an der Mannheimer Straße. Die sind dann in den 50er Jahren hochgezogen worden, um eben diese ganze Infrastruktur weitgehend aufzunehmen. Man blieb zwar noch in einzelnen Gebäuden in der Innenstadt hier präsent, zum Beispiel die Gendarmeriestation bestand bis in die frühen 80er Jahre, aber im Großen und Ganzen war das dann eine andere französische Garnison, denn die hatte nur noch eine andere Aufgabe. Das war nun kein Besatzungsmilitär mehr, das war nun Stationierungstruppe in dem längst begonnenen Kalten Krieg. Schauen wir uns mal einige der Einheiten an, wirklich nur einige. Ich besuche jetzt mal jede der größeren Garnisonen mal mit einer oder zwei exemplarischen Einheiten. Speyer stand natürlich immer für die Batterie, für die Pioniertruppe, das galt ja auch bei der Bundeswehr natürlich, ne? Speyer Norden. Es waren über die Jahre mehrere Bataillone oder Regimenter hier in Speyer stationiert, vor allem in der ehemaligen Orff-Kaserne, die die Franzosen dann erst Caserne Normand, später dann Quartier Normand nannten. Benannt übrigens nach einem Offizier, der in den 20er Jahren dort gedient hatte, einem Colonel Normand. Und diese Pioniereinheiten waren hier natürlich immer sehr, sehr strategisch von großer Bedeutung, weil Speyer eben auch ein wichtiger Rheinübergang ist. Sie dürfen nicht vergessen, gerade mit dem einsetzenden Kalten Krieg, wäre es zum Verteidigungsfall gekommen, das Gros der französischen Armee stand ja immer noch im Westen, also in Frankreich oder hier in Rheinland-Pfalz. Und man hätte das im Verteidigungsfall ja irgendwie über den Rhein kriegen müssen, um zu seinen Einsatzräumen zu führen. Und dafür waren natürlich Einheiten wie das 12. Bataillon du Génie und spätere Regiment du Génie von ganz, ganz großer Bedeutung. Speyer daher immer der große Pionierstandort. In Zweibrücken residierten lange die Fernmelder. Hier das 42. Fernmelderegiment. Und diese Fernmelder retteten Zweibrücken auf den Status einer Garnison über 1951 hinaus. Dieses Bild hier dürfte dafür repräsentativ stehen. Sie sehen hier den Oberkommandierenden der französischen Streitkräfte in Deutschland, General d'Armée Augustin Guillaume, der 1951 dieses Fernmelderegiment in Zweibrücken besucht. Damals verstärkten die Amerikaner ihre Truppen in Deutschland. Ganz, ganz, ganz massiv nach dem beginnenden Koreakrieg und brauchten Garnisonen.
Die Franzosen wiederum wollten ihre Truppenstärke gerne etwas reduzieren und dann wurden auch viele französische Garnisonen zu amerikanischen Garnisonen, zum Beispiel Baumholder, Bingen, Worms, Bad Kreuznach und viele andere mehr. Kaiserslautern wurde fast vollständig aufgegeben von den Franzosen und Zweibrücken in weiten Teilen auch. Am Ende der 60er Jahre, glaube ich, wurde es dann endgültig aufgegeben. Was Zweibrücken damals noch das Überleben rettete, und darum wird es vielleicht bei diesem Besuch hier auch gegangen sein, war die Tatsache, dass dort halt das Zentrum der französischen Fernmeldetruppe stationiert war. Landau, der in der Pfalz mit Abstand wichtigste Standort, war über die Jahre immer wieder Standort eines Divisions- oder Brigadehauptquartiers, zum Schluss der 5. Panzerdivision, die dort in den 90er Jahren abgezogen wurde, und auch eines großen Mixes an Truppen, der Artillerietruppe, der Nachschubtruppe, der Fernmeldetruppe und auch der aktiven Kampftruppe, wie hier dem 13. Schützenregiment, Regiment de Tirailleurs, bei dem Ihnen sofort etwas auffällt, nämlich die Kopfbedeckung. Die sieht so gar nicht französisch aus. Das ist, wie so viele Einheiten des französischen Heeres bis heute, eine Einheit, die wirklich Wurzeln in Nordafrika oder Afrika hat und die diese Wurzeln weiter pflegt. Als diese Einheiten aufgestellt wurden, war Frankreich in diesen Teilen der Welt noch Kolonialmacht. Und viele der Soldaten kamen wirklich aus Nordafrika. Die Offiziere in der Regel aus Frankreich, die höheren Unteroffiziere auch. Nachdem man dann dort nicht mehr so aktiv war und diese Einheiten zu regulären französischen Einheiten geworden waren, behielt man die Traditionen aber bei, wie hier in der Kopfbedeckung klar zu erkennen. Wenn Sie mich jetzt fragen würden, 1957, Landau, waren die eigentlich gerne in der Pfalz? Waren die gerne hier in Deutschland? Ohne jetzt über diese 6 Soldaten was sagen zu können, würde ich die Prognose wagen, ja. Denn wir dürfen nicht vergessen, für uns Deutsche ist das Jahr 1945 ein Kriegsende und der Beginn einer längeren Friedensperiode. Für Frankreich war das nicht so. Frankreich hatte von 1946 bis 1954 den Krieg in Indochina, der dann in Dien Bien Phu endete. Und dann schließlich ab 1954 bis 1962 den schlimmen Krieg in Algerien. Und diese jungen Wehrpflichtigen hätten genauso gut in Algerien ihren Dienst ableisten können. Die Wehrpflichtdauer war damals übrigens 30 Monate wegen des Algerienkrieges. Dass sie das nicht taten und stattdessen in der schönen Pfalz waren, dürfte sie nicht traurig gestimmt haben. Erst 1962 kam dann der Rückzug aus Algerien und dann änderte sich auch ein bisschen der Charakter der Garnison. Das französische Militär schrumpfte radikal zusammen. Und dann war Frankreich auch endlich mal in so etwas wie einer echten Friedensperiode angekommen. Also ganz andere Wahrnehmung, sage ich mal, der Nachkriegszeit, als man sie hier in Deutschland hat. Eine ähnliche Einheit war lange Jahre hier in Speyer stationiert. Ich habe Ihnen hier oben auch das Emblem mal gezeigt. Sieht sehr exotisch aus, ne? Dieser Scherifenstern. Man denkt erst an ein Pentagramm oder sowas. Es ist wirklich der Scherifenstern, den Sie auch in der Flagge Marokkos sehen. Denn dieses Premier Regiment de Spahi, das Sie hier sehen, hat seine Wurzeln tatsächlich in Marokko. Und der Name Spahi stammt von einem Wort, das so viel bedeutet wie Reiter. Das waren also Reitereinheiten ursprünglich, Berbereinheiten in Nordafrika, in diesem Fall in Marokko. Und waren mittlerweile natürlich nicht mehr mit Kamelen und Pferden unterwegs, sondern mit Aufklärungspanzern. Aber so diente diese Truppe lange Jahre hier in Speyer, behielt aber ihre aus Nordafrika stammenden Traditionen bei. Und dazu gehört auch das Emblem mit dem Scherifenstern, im Vordergrund das lothringische Kreuz. Es hat übrigens nicht viel gefehlt und die Einheit wäre nach dem Algerienkrieg aufgelöst worden. Da hat dann de Gaulle persönlich interveniert und hat gesagt, man löst einen Compagnon de la Libération nicht auf. Und so blieb dann von den vielen Spahi-Regimentern ein einziges am Leben und das war bis 1984 in Speyer stationiert. Ähnlich exotischen Hintergrund hier, 5. Kürassierregiment in Kaiserslautern. Eine Kaserne, die übrigens heute noch steht, wenn Sie an der A6 an Kaiserslautern vorbeifahren, können Sie die Gebäude sofort erkennen. Ja. Eine Einheit, eine Panzereinheit offensichtlich, bei der hier vorne steht Royal Pologne. Was soll das bedeuten? Königlich Polnisch. Diese Einheit, als Kürassiere natürlich lange bevor sie Panzer hatte, wurde 1725 von Ludwig XV., seinem polnischen Schwiegervater Stanislaw Leczinski unterstellt, der damals um seinen Thron kämpfte. Und dann wurde das 5. Kürassierregiment eben kurzzeitig ein polnisches Regiment und hat diese Tradition beibehalten. Royal Pologne im Wappen der Einheit kann man auch bis heute, die Einheit gibt es mittlerweile wieder, sie wurde außer Dienst gestellt, ist aber wieder da, Sie werden sie nachher nochmal sehen, sieht man bis heute den polnischen Adler. Also es ist ganz seltsam, aber diese Tradition hält das französische Militär ganz bewusst am Leben.
Hier eine Einheit, die auch in Speyer stationiert war, aber auch in anderen Orten. Eine Einheit, ein Groupement d'Artillerie oder Regiment d'Artillerie, dessen Aufgabe ich gleich drunter geschrieben habe. Unterstützung und Sicherung nucléaire. Soutien et sécurité nucléaire. Der Name ist fast schon selbsterklärend mit dem nucléaire. Das ist keine Einheit, die Nuklearwaffen hat, die aber Nuklearwaffendepots bewacht und den Transport von Nuklearwaffen überwacht. Sie zog in den 70er Jahren nach Horb am Neckar und wurde dann kurze Zeit später aufgelöst, weil die Franzosen dann auch langsam die Atomwaffen aus Deutschland abzogen. Mittlerweile gab es nämlich Pluton-Raketen, mit denen man die auch von Frankreich aus verschießen konnte. Die wurden dann überwiegend im Elsass stationiert. Diese Einheit war mit einer Kompanie zeitweise hier auch in Speyer stationiert. Das deutet darauf hin, dass irgendwo in der Nähe da vielleicht auch mal was stationiert war. Aber darüber wurde natürlich immer viel Stillschweigen bewahrt, auch aus Sicherheitsgründen. Gab es eigentlich Promis in der Pfalz? Aber Logo. Allen voran natürlich ihn, den viele von Ihnen sofort erkennen. Jacques Chirac, der spätere Oberbürgermeister von Paris und dann noch spätere Staatspräsident Frankreichs, der ja auch wieder zurückkam in die Pfalz. Leider weiß ich nicht genau, wo dieses Foto geschossen wurde. Ich habe ja oben geschrieben NW, Fragezeichen. Man kann hier drüben deutsche Schrift erkennen und das Portal hinter den beiden, das ist eine Verlobte übrigens, sieht verdächtig nach Neustädter Hauptbahnhof aus, aber das Stadtarchiv hat mir versichert, es ist nicht das Portal des Hauptbahnhofs, ist es nicht. Von daher weiß ich nicht so genau, was Sache ist. Er war stationiert in Neustadt, Lachen-Speyerdorf, und wurde kurz vor seiner Verlegung nach Algerien nach Speyer versetzt, sodass er dann auch ein Speyer-Soldat sozusagen wurde. Er ist übrigens nur einer von vielen verschiedenen französischen Staatspräsidenten, die in Deutschland gedient haben, weil Giscard d'Estaing war in Konstanz am Bodensee. Ja, deutsch-französisch nach 1960, wir haben vorhin gesehen, die Anfangsjahre waren schwierig. Das änderte sich dann so ab den 60er Jahren. Und dieser Zeitungsausschnitt hier steht für mich so ein bisschen symbolisch dafür, den ich, glaube ich, von Frau Faller bekommen habe. Ne? Das ist ein Bild von einer Pressekonferenz zum Neujahrsempfang der französischen Garnison 1967. Die beiden Regimentskommandeure sehen Sie hier links und hier rechts im Bild. Das ist der Kommandeur der Spahi, Colonel Guillot. Und da drüben spricht General Colonel Bilbaud, alles in Zivil. Und er regte an diesem Tag wirklich die Gründung einer deutsch-französischen Gesellschaft an. Ja, das ist sozusagen die Geburtsstunde des deutsch-französischen Miteinanders vor Ort. Solche Gesellschaften gab es vorher schon, zum Beispiel ab 1959, Madame Bourgeot-Klein, herzlich willkommen, in Landau. Ja, und die gründeten sich dann in allen möglichen Garnisonen hier in der Pfalz und bildeten ab sofort das entscheidende Rückgrat der deutsch-französischen Freundschaft. Denn hier kamen deutsche und französische Soldaten wirklich bei einer Vielzahl an Aktivitäten zusammen. Gemeinsame Ausflüge, Konversationsklassen, Käseproben, Weinproben und. Wenn Sie sich mal angucken, was da in den 70er, 80er Jahren alles möglich war, ist einfach fantastisch. Ist einfach fantastisch. Man ist fast schon traurig, dass man nicht dabei sein kann heute, weil es halt nicht mehr in dem Umfang möglich ist, weil die Garnisonen natürlich nicht mehr existieren. Trotzdem existieren noch einige der Vereine. Wir werden darauf noch zurückkommen. Mit diesen Jahren, so in den 60er Jahren, änderte sich auch das deutsch-französische Miteinander. Die Kasernen öffneten sich, wie hier die Normann-Kaserne in Speyer, zu einem Jour de Porte Ouverte, einem Tag der offenen Tür. Und wenn Sie Zeitungsausschnitte aus der Zeit studieren, gerade so 60er, 70er, 80er Jahre, da sind die Überschriften oft halb Speyer in der Martinskaserne, halb Speyer in der Normann-Kaserne. Da war richtig was los. Es kamen auch viele Eltern übrigens von französischen Wehrdienstleistern zu Besuch, die mal sehen wollen, was ihr Filius da in Deutschland so alles gerade erlebt. Ne? Also auch das ein schönes Symbol. Es darf natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass es weiterhin Probleme gab. Das ist klar. Das waren aber jetzt keine ursächlich deutsch-französischen Probleme mehr, sondern das waren eher so Sachen wie, dass sich Speyerer Bürger beim Oberbürgermeister beschwerten über von Panzerketten zerstörte Straßen. Genau, oder dahin. Ne? Oder dass es Probleme umweltmäßiger Art gab. Es gab in den 50er und 60er Jahren zum Beispiel mehrmals Zeitungsartikel, da stand wirklich drin, kommenden Mittwoch, Nachmittag, proben die Franzosen einen Nuklearschlag in der Heide in Dudenhofen. Also sprich, eine Nukleardetonation wird simuliert. Ich weiß nicht, wie laut das ist, aber ich vermute mal, es ist sehr laut. Und wenn ich die Zeitung nicht gelesen habe, weiß ich es natürlich nicht und wandere da vielleicht gerade. Das führt natürlich zu Ärger, das ist klar. Aber das hatte jetzt nichts mit Franzosen zu tun. Den Ärger hätte es auch gegeben, wenn es Briten, Belgier oder Amerikaner oder die Bundeswehr selbst gewesen wäre. Ja. Das waren also Probleme, die jetzt eher, sage ich mal, dem Charakter des Militärs geschuldet waren. Längst war man im Grunde auch nicht mehr nur Verbündeter, sondern auch schon ein Stück weit Freund geworden. Das ist eine ganz, ganz großartige Entwicklung, glaube ich.
Und dafür stehen für mich auch diese beiden Bilder, die man immer zusammen betrachten muss. Sie zeigen nämlich einerseits das Gleiche, mit ähnlichen Akteuren, liegen aber fast 30 Jahre auseinander. Sie sehen zweimal den Speyerer Bischof, einmal hier drüben Bischof Isidor Markus Emanuel 1968 und hier drüben den Bischof Anton Schlenbach, an den sich viele sich lebhaft erinnern. Und beide Male treffen sie zusammen mit dem französischen Standortältesten, einem Kolonel an der Oberst. Und in beiden Fällen heißt er zufällig Bilbo. Das ist kein Zufall, das ist wirklich eine Vater-Sohn-Kombination. Das ist der Vater, das ist der Sohn. Der Sohn hatte also quasi 29 Jahre nach seinem Vater das gleiche Amt am gleichen Ort inne. Nur die Nummer des Pionierregiments hatte sich geändert. Hier war es die 32, da die 10, aber das spielt da eigentlich alles gar keine Rolle. Das zeigt natürlich ein Maß an Vertrautheit, an Bekanntschaft. Das kaum noch zu überblicken war. Das ist eine wirklich schöne Entwicklung, muss man sagen. Diese Bilder stehen für mich da sehr, sehr exemplarisch, weil sie halt so viel Ähnlichkeit anzeigen und das über die vielen Jahre hinweg. Als Bilbo Senior hier war, die Bilbos hatten 6 Kinder, war Bilbo Junior gerade ein Jugendlicher und fuhr jeden Tag von Speyer mit dem Bus nach Landau, denn nur in Landau gab es ein Lycée. Ja? Die weiterführenden Schulen gab es halt nur in den großen Orten, hier die kleinen. Naja, und so kam man dann über die Jahrzehnte immer näher zusammen. Und als dann der Kalte Krieg endete und die Garnisonen eine nach der anderen verschwanden, 92 Neustadt und Kaiserslautern, 97 dann Speyer, 99 schließlich Landau, da war es wirklich ein herzliches Abschiednehmen. Hier sehen Sie einen Schnappschuss vom 22. Mai 1997, wieder Bilbo Junior natürlich, Oberbürgermeister Schieneller, damals hier auf dem Domplatz. Das war wirklich eine ergreifende Zeremonie und die Franzosen haben sich würdig verabschiedet und vor allem, es war auch viel Bevölkerung anwesend. Wenn Sie sich mal die Bilder ansehen, als die Franzosen sich 1930 als Besatzer aus der Pfalz verabschieden, da waren die Franzosen quasi unter sich. Da kam keine deutsche Honoration, da kam auch keine Bevölkerung. Da wollte man die nur weghaben, weil sie ja als Besatzer gekommen waren und als Besatzer gingen. Hier war es was ganz anderes. Das ist eine wirkliche Erfolgsgeschichte und ich glaube, selbst viele Bürger, die jetzt mit dem Thema Militär nicht so viel anzufangen wissen, werden das so ein bisschen bedauert haben, weil man sagt, naja, ein bisschen was Besonderes war es halt schon, ne? Dass man da so einen kleinen Teil in der Stadt hat, der quasi ein kleines Frankreich darstellt. Ne? Naja, was bleibt? Was bleibt nun nach diesem guten halben Jahrhundert französischer Militärpräsenz? Das ist eine ganze Menge. Es bleiben zum Beispiel Namen. Namen im Stadtbild. Ja. Etwas ganz Banales. Ich habe ein Straßenschild fotografiert an einer Bundesstraße hier in Bayern-Nord. Sie wissen, da gibt es ein Gewerbegebiet, das heißt Lioté. Da residiert dort ein sehr, sehr großer Baumarkt, ein Fitnesszentrum, Ärztehaus, Schnellrestaurant und so weiter. Ein tolles Beispiel erfolgreicher Konversion, wie ich meine. Aber ich finde es auch wunderschön, dass man den Namen erhalten hat. Denn diese Kaserne wurde als Fuhrpark und Depot für die Spahi an der Igelheimer Straße gebaut. Hieß tatsächlich Quartier Lioté, das war der Name, benannt nach Marschall Hubert Lioté, der eine sehr enge Beziehung zu den Spahi hatte, in seiner großen Zeit als französischer Militärkommandeur in Nordafrika. Und die Spahi wollten ihn ehren und die Stadt Speyer hat sozusagen jetzt die Franzosen geehrt, dadurch, dass sie den Namen übernommen hat. Das ist übrigens sehr interessant, als ich das Foto geschossen habe, kam ein junger Mann mit Hund vorbei und wunderte sich, was ich da mache. Ne? Straßenschilder sind ja nicht so die beliebten Standardfotomotive. Und da habe ich ihm gesagt, mich interessiert das da, dieser Schriftzug da der Weise. Ja, habe ich mich auch schon immer gefragt, was das eigentlich ist, Liaotai. Ne? Und so kam man dann ins Gespräch. Das war schon sehr, sehr interessant. Wenn Sie an der Igelheimer Straße mal entlang fahren, Sie sehen ja von der Kaserne praktisch nichts mehr, aber im Einfahrtsbereich zu dem Ärztehaus steht noch eine Laterne, eine vergessene Laterne. Wenn man ein Auge dafür hat, erkennt man die französische Militärarchitektur der 50er, 60er Jahre. Man hat sie wohl vergessen. Sie steht da auf einer kleinen Verkehrsinsel und naja, sie ist halt noch da. Das ist einfach nur schön. Es gibt auch Denkmäler, die an die nicht so angenehmen Zeiten erinnern. Hier das Denkmal für den Rheinübergang 1945. Steht hier in Speyer im Hafen, direkt am Rhein. Hier wurde zwar nicht die Brücke gebaut, die wir vorhin gesehen haben, aber hier stürmten die ersten Infanteristen des 3. Algerischen Schützenregiments über den Rhein. Das Ganze ging natürlich unter dem Schutze der Nacht vor sich, in der Nacht vom 30. auf den 31. März. Und das war nicht leicht. Das war wirklich nicht leicht. In Germersheim lief zur gleichen Zeit ein ähnlicher Rheinübergang ab. Und obwohl die deutsche Seite ja schon längst völlig demoralisiert war,
Von den 90 Bootsführern, die in dieser Nacht in Speyer und Germersheim ihren Dienst getan haben, haben 32 die Nacht nicht überlebt. Das deutet darauf hin, was da los gewesen ist. Der deutsche Widerstand war sicherlich nicht mehr gut organisiert, das ist klar. Aber die armen Bootsführer, die mussten ja ständig hin und her fahren, um die kleinen Gruppen von Infanteristen über den Fluss zu bringen. Das war wirklich ein gefährlicher Job. Die Deutschen schossen natürlich mit allem, was sie noch hatten. Von daher ein, finde ich, schon würdiges Denkmal, das an der Stelle steht und das hoffentlich noch lange dort stehen wird. Es wurde 1946 eingeweiht von de Lattre de Tassilly, der persönliche Herr nahm, um diesen Rheinübergang nochmal zu begehen. Auch sowas bleibt in Landau. Das ist entweder, das ist, glaube ich, im Quartier Casan-Mangin ist das, glaube ich, aufgenommen. Ja? Da gibt es mehrere Gebäude, da finden Sie dieses Phänomen, ich nenne das Les Briques qui parlent, die sprechenden Ziegelsteine. Da haben sich Soldaten verewigt. Und dieser Soldat hier, Martin, Sie sehen, er hat sich wohl, man kann es sogar fast genau sagen, wann er sich wohl verewigt hat, er gehört zum Contingent 63-2B. Der wurde 1963 einberufen und das 2B deutet darauf hin, es war der 1. September. Die hatten ein seltsames System, 1A 1. Januar, 1B 1. März, 1C 1. Mai. Da kommt er 2A, 2B 1. September. Und weil die Wehrdienstzeit damals 16 Monate war, kann man diese Gravur hier fast genau datieren. Er hat nämlich hier drüben geschrieben, C-O-J-U. Der Jus im französischen Militär der Morgenkaffee. Und wenn ein Wehrpflichtiger gesagt hat, die au jus, dann heißt das, er wird diesen Morgenkaffee nur noch 10 Mal trinken. Das heißt, er ist 10 Tage vor der Entlassung. Und wenn unser Freund Martin am 1. September 1963 angefangen hat und der Wehrdienst 16 Monate dauerte nach Algerien jetzt, ne, Algerien war 62 zu Ende, dann kann man relativ sicher sagen, dass er sich am 21. Dezember 1964 hier bei einer Nachtwache oder Ähnlichem verewigt hat. Ne? Sie finden in Landau ganze Häuser, wo Sie das Phänomen sehen, in Speyer und Neustadt auch. Finde ich wunderbar interessant. Oft stehen diese Sprüche da, wie Flaky ist, nehmen wir die Entlassungen aus dem Militär und sowas. Ne? Aber oft auch dieses so und so au jus, Name der Freundin, Name des Wohnortes, nach dem man sich sehnt und vieles mehr. Also es ist unglaublich interessant, wenn man das mal im Detail studiert. Ja, Landau, dort gibt es bis heute eine sehr große und lebendige deutsch-französische Gesellschaft. Das hier ist die 60-Jahr-Feier 2019 am Gebäude der Universität Landau und war ein schöner Abend. Ich hatte die große Freude, dabei sein zu können und deutsch-französischer als in diesem Abend geht es wirklich nicht. Die Landau haben natürlich den großen Vorteil, dass sie die Nähe zu Frankreich haben und dass es da für Franzosen leichter ist, mal schnell über die Grenze zu hopsen. Ne? Partnerstadt Haguenau ist auch vor der Tür. Das ist natürlich ein großes Glück für die Landauer, aber schön, dass es das noch gibt. Das muss man wirklich sagen. Schön, dass es das noch gibt. Das sind die Aktivitäten, die es wirklich verdienen, auch langfristig erhalten zu werden und die hoffentlich den Abzug des Militärs auch lange überdauern werden. Auch sowas gibt's. Jeder Panzer des französischen Militärs trägt einen Namen. Das ist entweder ein Ortsname, ein Schlachtname, der Name der Mutter des Fahrers oder irgendwas. Dieser Panzer hier fuhr am 14. Juli 2017 über die Pariser Champs-Élysées. Sie wissen, was da gefeiert wird, die große Militärparade. Er gehört zum 5. Kürassierregiment, das es mittlerweile wieder gibt und das heute in den Vereinigten Arabischen Emiraten stationiert ist. Und die haben einen ihrer Leclerc-Panzer, das ist ein Kampfpanzer von dem, das ist der Turm eines Leclerc-Kampfpanzers, haben die tatsächlich nach Kaiserslautern genannt. Also das Erbe lebt fort, nicht nur bei uns, auch bei denen. Naja, und das bringt uns wieder zum Anfang zurück, zu diesem Bild, das ich als erstes gesehen habe im Vortrag. De Gaulle schreitet über den Rhein. Es wird eine Anekdote berichtet. Als er drüben angekommen war, stieß er auf eine Gruppe von 4 französischen Offizieren und man kam ins Gespräch. Und dabei soll de Gaulle Folgendes gesagt haben. Nageln wir da jetzt nicht auf jedes Wort fest, die Botschaft zählt und die Botschaft gefällt mir sehr gut. Meine Herren, der Krieg ist zu Ende. Wir müssen Frieden schaffen. Um dahin zu kommen, müssen wir mit den Deutschen Freundschaft schließen. Wir können uns doch wohl nicht alle 25 Jahre Krieg leisten. Gehen wir an die Arbeit. Ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.
Schade.